So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Und heute gucken wir uns den neuen Held Wrecking Ball an. Miley Cyrus, der Held als Hamster. Ja, wurde ein bisschen angeteased die Tage und auf einmal ist er auf dem Testserver und ich sehe es jetzt irgendwie 2 Stunden zu spät. Aber ich mache trotzdem noch ein Video und lade es in der Nacht hoch. Also deswegen ist das Video so spät. Ansonsten, meine Mikrofonprobleme wurden durch einen USB-Hub gelöst. Ich hatte immer noch welche. Mein Mikrofon hat mich lauter gebrummt, wenn ich Spiele gespielt habe. Nicht optimal, aber ich sollte alles beseitigt sein. Ich habe einmal Unravel aufgenommen mit den Mikrofonproblemen. Das habe ich nur noch nicht hochgeladen, weil ich erstmal alles fixen wollte, bevor ich jetzt hier wieder irgendwie anfange, weiter aufzunehmen. Und ja, wir spielen den Hamsterman jetzt. Wrecking Ball, neuer Held. Hammond ist ein intelligenter, genmanipulierter Hamster, der im Kampfmech Wrecking Ball auf der Suche nach Abenteuern durch die Welt streift. Gesundheit. Trainingsbereich. Gucken wir uns doch mal den dicken Hamster an. Da schreibt schon einer, stirb. Oder den Artikel die. Nehmen wir einfach an, es ist der Artikel die, weil wir sehr nett sind. Ein Tank. Ein Tank ist der. Süß. Fortfahren. Wie groß ist der bitte? Wir sind größer als der Schreibtisch. Und wie cool klingt die Stimme. Boah, bitte ist die in der deutschen Synchro gut. Also, die Stimme spricht für den. Hallo. Okay. Boah, ist der riesig. Also, ich meine, selbst für Verhältnisse ist der Hamster echt riesig. Selbst ohne den Mech. Geht der aus dem Mech raus, wenn er stirbt? Warum habe ich 0 Kugeln unten links stehen? Was kann ich? Okay. Ich habe auf jeden Fall einen Hamsterball. Und ich kann auch hüpfen als Hamsterball. Okay, nicht sehr weit. Du bist gestorben. Ah, wir spawnen aber instant. Cool. Dann kann ich aufstehen und... Tja, was geht denn ab mit dem? Stop! Okay. Hamster kann ballern, hat 2 Gewehre, die 80 Munition haben. Und ultra cool nachladen. Als E habe ich... ein Shield. Mit Shift kann ich die Gestalt ändern. Ach so! Ich habe mich gewundert, warum ich mit... Ich habe Rechtsklick gedrückt und habe die Gestalt geändert, weil ich mit Rechtsklick scheinbar so einen Haken ab. Okay, gucken wir uns die Fähigkeiten an. Machen wir es doch so. F1. Ultimative Fähigkeit. Minenfeld. Legt ein größeres Feld aus Annäherungsminen. Okay. Abrissbirne. Schleudert einen Haken, indem du schwingen kannst. Kollision bei hohem Tempo fügen Gegner Schaden zu und stoßen sie zurück. Okay, Schiff verwandelt dich in eine Kugel, erhöht deine maximale Geschwindigkeit. Steuerung, Kollisionskurs, legt auf den Boden und fügt Gegnern Schaden zu und schleudert sie in die Luft. Und adaptiver Schild erzeugt kurzzeitig persönliche Schilde. Je mehr Gegner in der Nähe, desto stärker die Schilde. Okay, also warte. Mit Umschalt kann ich in das wechseln. Und mit Rechtsklick gedrückt kann ich da so einen Haken. Okay. Ich muss das scheinbar noch lernen. Mit Rechtsklick gedrückt. Okay, Rechtsklick und dann nach vorne drücken und dann rolle ich einfach los. Ah, kann ich auch wahrscheinlich so aus dem Boden machen, ja. Und dann Steuerung. Bam! Okay, ist cool. Kann ich das mal auf den Gegner da testen? Okay, das hat ihn fast schon komplett getötet. Oh Gott, ist ab. Ah ja, cool. Und jetzt 900 Leben, weil 2 Gegner in der Nähe sind. Cool! Ist ja richtig lustig, der Held. Fuck you! Und... bam! Oh. Ah! Den Tod hat niemand mitbekommen. Okay, cool. Und was ist das Minenfeld? Wenn wir jetzt gerne mal kurz gucken dürfen. Ah! Einfach so komplett um mich herum, dass ich alle ultra nerve. Cool. Kann ich auch am Boden? Nee, ich sollte so immer an der Decke. Und dann bam! Okay, das macht erst viel Schaden, wenn ich so rot leuchte. Ist ja richtig merkwürdig, das einzusetzen, besonders wenn man so macht. Oh, man kann damit es aber auch als Mobility-Fähigkeit benutzen, weil ich schneller wurde, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, muss aber auch rechtzeitig loslassen. Okay, aber ich will das noch ein bisschen testen hier gerade. Ja. Alter, cool. Und 600 Leben. Cool, das ist als Ball einfach abzuhauen dann. Hey, bleib stehen. Dann rollt er einfach weg. Und dann schnell so, oh Gott, ich muss um die Kurve.
Okay, aber dann hat man so viel Movement, dass man nicht mehr lenken kann. Okay, Hamster ist verstanden. Ich guck mal, was passiert, wenn der kaputt geht. Aber ich glaube, er stirbt. Der wird jetzt nicht als Diva, als Mini-Hamster rumrennen. Hoffe ich. Das dauert ein bisschen. Ach so, und das Schild da unten links, also das neben meiner Lebensleiste, zeigt mir an, wie viele Feinde in meiner Nähe sind. Also Lebensgenerator Stufe 2. So, gucken wir mal. Reicht das schon? Okay, man stirbt einfach und da fällt ein kleiner toter Hamster raus. Bisschen merkwürdig, aber kann man mitarbeiten. Okay, die Stimme finde ich auf jeden Fall ultra cool im Englischen. Schauen wir mal, ob er noch irgendwas an Sachen hat. Gucken wir mal in die... Nein, Heldengalerie. Wrecking Ball, 0-0. Okay, sieht man erst wahrscheinlich... Alter, Skins für den müssen ja ultra cool werden. Kriegt wahrscheinlich so selten Skins wie Diva dann. Aber wenn er Skins bekommt, sind die bestimmt richtig cool. Sprays 0. Neu. Okay, warum auch immer. Wie sehen goldene Waffen bei dem aus? Sieht man auch nicht mal. Okay. Kommen wir auf den PTR mal kurze Zeit danach. Also, ja. Kann ich ja vielleicht in der nächsten Folge zeigen oder so. Würde ich sagen. Gehen wir mal in die Arcade. Und spielen Hamsterballkrieg. So, ich weiß nicht, ob es eine komplette Runde wird oder sonst was, aber es werden eh alle den Hamster nehmen. Deswegen spielen wir einfach ein bisschen und versuchen irgendwas. Alter, spielt jemand was anderes? Okay. Ja gut, es ist ja auch immer interessant, gegen Helden zu spielen. Los, Hamsterarmee! Wir sind genauso groß wie Diva! Wie groß ist dieser Hamster? Also guck mal, wenn man den Hamster da drin anguckt, der ist doch genauso groß wie die Diva da in dem Mech drin. Warum ist dieser Hamster so riesig? Kriegst du da Headshots? Ich denke, der kleine Hamsterkopf gibt Headshots, ja. Süß, das ist so einen kleinen Hamster zu haben. Guck mal, wie cool die Steuerung auch ist. In WASD. Ich lenke einfach so einen kleinen Ball. Das ist mein Ballerknopf. Hat der es geschafft, sich da hochzuschwingen? Okay, der ist eindeutig der Mega-Pro. Alter, man kann im Spawnraum einfach rumschwingen als Kugel. Let's go. Willkommen im Hamsterkrieg. Ich bin die Abrissbirne. Alter, wie dumm ist das denn? Ich bin aber immer noch da. Shield activated. Geh weg. Tötet den Hamster. Ich bin die Abrissbirne. Kann man die irgendwie töten auch? Oder sind wir alle unsterblich? Hallo? Ich weiß nicht mal, wer wo redet. Ist einfach so verwirrend. Oh, der ist gehackt. Ach, die sterben ja instant. Ich habe voll das Gefühl, als würden die wie Diva wieder aufstehen. Kann ich eigentlich... Also von der Theorie her... Warte, gehen wir mal kurz in Deckung. Kann ich doch einfach... Kann ich mich an den Wagen hängen? Ach, an den Haken kann man sich nicht hängen. Okay. Danke, Sombra, dass du das nicht gehackt hast. Das ist mein Gebiet! Ja! Nein! Okay, aber wir haben... Alter, wir haben ja ultra gesprengt da an dem Wagen. Wie cool spielt er sich! Wie cool! Ich mag den Hamster. So. Aber wir spawnen sogar als Ball. Jetzt können wir... Ja, irgendwie versuchen, Speed zu bekommen. Und so schnell da lang rollen. Wir sind doch ultra mobil als Tank. Gegen den zu spielen wird wahrscheinlich ultra ätzend. Aber jetzt bekommst du eine neue Reaper-Meter. Achso, man kann ja das da machen. Aua, zu viele Minen. wenn ich früher die Kugel gemacht hätte. Und die Steuerung der Attacke habe ich ja komplett vergessen. Den Stampfer. Aber dann kommt man schon groß dazu. So, los, Kugelball. Ist das lustig, als kleine Kugel hier rumzuräumen. Ja. Das geholt. Oh, der Hamster schläft. Die wird mich nochmal einschläfern. Ja. Aua. Die Vido hat mich dann geheadshottet. Wieso hat die Vido mich davor nicht geheadshottet? Verstehe einer die Welt. Oh, wie kann man den Hamster headshotten, Vido? How dare you? Aua. Aber nur in die Minen gefallen. Hamsterball, engage! So, oh, guck mal. Wenn man gut rollt mit Tempo, kommt man echt schnell wieder in den Kampf. Ich habe voll wenig Lust überhaupt,
mit dem normal zu kämpfen, wenn ich so lustig rollen kann. Alter, den habe ich fast. Ja, komm, den krieg ich. Ja, Hamster down. Hallo, warum hat er mein Leben geklaut? Oh, habe ich mich festgebunden. Egal. Ja, wir sind einfach das Ultra-Cluster aus Hamstern. Hä, einer guckt sich an. Wieso kann der am Wagen hängen? Oh, jetzt geht's. Ja! Wer muss schon spielen, wenn er das machen kann? Let's go! Ich bin der Streitkolb des Wagens. Es wäre noch so cool, wenn man das an den Helden hängen könnte. Also am Ende, wenn irgendwie so ein Lucio rumhüpft, mache ich das einfach nur. Meine Strategy ist jetzt... die abpacken. Und dann hier oben lang gehen. Und jetzt Hanzo von hinten schlagen. Ja! Alter, haben wir den weggeboxt! Area denied. So, das Gebiet ist jetzt meins. Cool, die können hier nicht reingehen, einfach so easy. Können die Minen wahrscheinlich abschießen. Aber ich kann mir hier die Heilung geben. Oh oh, boosted Hamster. So, dann versuche ich mal jetzt die Anna wegzuboxen als Kugel, okay? Wäre ja gerade da unten, glaube ich. Oh oh. Die Anna hat mich gesehen, ich muss fliehen. Und jetzt komme ich als Turbokugel. Zack! Alter, hab ich die weggeboxt! Ist cool! Heilung aktiv. Cool, komm, spür dich! Zack, 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 Ultra Hamster! Schild aktiviert! Oh, zu viele. Heilung. Turbo. Okay, danke, Anna. Hamsterball heilen hier. Let's go! Oh, war knapp. Fast hätte ich die weggeschlagen. Wo ist Tracer? Da ist Tracer! Ah! Der Hamster ist kaputt. Ich hatte gerade einen Bug, ich war gerade dort first. Okay. Egal. So. Die haben ihre komischen Minefields. Alter, kann ich das jetzt vor ihrem Spawn machen? Ja, ne? Alter, wie cool. Wir haben es aber instant geplatzt. Ah, wir müssen da durchlaufen, wie cool. Just agree. Alter, da ist so ein Megakugel dran. Okay, wir haben sie. Alter, wie cool. Wir haben gewonnen. Ich habe am Ende nur noch ein bisschen rumgeschwungen. Okay, ich habe nur 6 Bronze, drittbester, aber ich glaube, unser Sombra hat echt gut geballert und Tracer oder so. Oder der andere Hamster. Ah, wie cool. Der gefällt mir ultra gut. Okay, Leute. Aber hey, wir dort Spaß, kleine Hamster zu snipen. Was haben wir heute gelernt? Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das ist unser Wrecking Ball, der wortwörtlich diese Fähigkeit hat, indem man sich irgendwo festhält. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal die Steuerungsfähigkeit eingesetzt, aber irgendwie kommt man auch nicht in die Luft, wenn man sich nicht an der Decke irgendwie hängt. Müsste ich mal mehr einsetzen. Aber die hat nicht so viel Schaden gemacht. Vielleicht braucht die einen Buff. Sagt er, nachdem er zuerst einmal den Held gespielt hat. Gefällt mir ultra gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Hamstermann.